Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Assassin's Creed Odyssey. Ja, in den letzten Episoden habe ich das aber mittlerweile verdammt nochmal falsch gesagt. Wir sind aber, ein bisschen doof teilweise. Macht nichts. Ich bin ja hier und warum sind da Personen? Ich habe das eingenommen. Ach was, die schleppen ihre Kollegen darüber. Wohin denn überhaupt? Halt, du darfst hier nicht sein. Ich dachte, es hätte angenommen. Na gut, dann eben nicht. Was machst du denn da? Wirklich? Wegen ist nochmal so rum, ne? Ich hab das total verpennt, wie man das schon wieder hinkriegt und so, ne? Eine Armee für sich? Jeder in meiner Mannschaft ist frei und wird gut bezahlt. Auch du, wenn du mit willst. Also ich muss nicht jeden umbringen. Ich könnte ja eigentlich auch jeder. Der kostet mich. Der kostet mich. Oder? Der kostet mich. Wenn er mich kostet, kriegt es mit mir zu tun. Nee, also gut, wir haben hier Ausdauer von Schiff und Besatzung. Rammsporn. Rumpf. Ich würde wirklich gerne den Rumpf verbessern. So. 10% dazu. Okay. Rüstung, Ausdauer der Ruderer. Ich habe aber gesehen, ich will eigentlich sparen, ne? Aber ich habe aber hier gesehen, dass sie hier noch Inventarplätze haben. Dass wir hier noch. Achso, wir können noch nicht, klar. Wir sind leider Gottes nur Level 9. Haben aber legendäre Sachen für Level. Was ist denn hier los? Und epische für Level. Was ist hier nur los? Ja, für den Kopf aber nicht mehr viel. Die ist auch nur ein normaler Billo-Dingens. Aber wir sind doch recht gut. Level 9 ist nichts gegen die epischen auf Level 4. Ich wollte hier das Ding haben, ne? Damit wir noch besser sind und noch härter zuschlagen können. Haben wir nicht gesehen. Und wir müssen hier die verschwundenen Karten machen. Haben wir hinbekommen? Ich bin mir jetzt unsicher, wo wir das denn jetzt hinbringen müssen. Kann ich denn das hier anschauen, wo wir den abgeben müssen? Da hinten, ne? Da gehen wir hin. Und auf dem Weg dahin schlachten wir alle nieder, die wir sehen, weil die uns in den Weg kommen. Das soll jetzt ein Mordspaß sein? Was becherig bekommen. Dann können wir den Quatsch hier mal verkaufen, weil das ist ja echt zum Lumpen. Jetzt habe ich hab mal nicht geschaut, wie viel das besser ist. Aber die Startstrecke haben wir schon richtig gut runtergemetzelt. Das muss mal einer nachmachen. Ich auf jeden Fall nicht. Ich will das nicht nachmachen. Das könnt ihr mir glauben.
Ich habe schon genug Probleme erreicht. Und wir haben ja hier, wie ihr seht eigentlich, hier haben wir noch einen, der uns verfolgen möchte. Wir sind knapp 1 bis 2 eigentlich. Eher 2 als einer. Ich glaube, mit uns ist nicht gut Kirschen essen. Wir haben Probleme über Probleme hier. Entschuldigen, ausfindig gemacht. Hier ist die wertvolle Tafel. Du solltest in Zukunft etwas vorsichtiger sein. Vielen Dank. Und 100 Staatsstärke minus. Eine Leiche? Sieht übel aus. Ich werde dich nie vergessen. Wir können die alle umnieten. Aber ich glaube, das sind unsere Freunde. Ich hab hier Freunde angegriffen. War nicht so gut von mir. Aber ich muss ehrlich gestehen, da sagt mir jemand, dass wir... Eieiei, wer ist denn da am... Wer ist denn da hinten? Oh. Oh oh. Ich will niemanden angreifen, daher will ich eher gesagt nicht da hinein geraten, aber irgendwie ist es immer irgendein Problemchen hier. Guck mal. Wir gehen mal ans Anschlagsbrett und fragen da mal nach, ob das ein Quest für uns übrig ist. Oh. Wird ziemlich viele, ne? Jo, dann machen wir das mal. Ja, mal kurz, wir haben hier noch mehrere, ne? Oder. Ah. Wir haben Quests verfügbar, das ist ja auch das Ziel der ganzen Sache, dass wir hier ab und an ein bisschen nachklappern. Ja gut, das ist ein Problem hier. Stunden, sprich mit deiner Frau, was ist das überhaupt? Maritim. Griechische Welt, kriegen wir Kohle und irgend so einen Stein. Keine Ahnung, wie schnell das geht. Oh, Banditenlager zieht ab. Nur mal so doofe Frage, gibt sie auf der... Oh, die sind auf der Map markiert. Ich bin doch so doof. Ach so, das sind ja alle... Oh, nee. Aber jetzt verfolgen wir noch einen Quest irgendwie, ne? Sprich mit der Priesterin. 100 Meter, das kriegen wir hin. Quests mittlerweile auch zeitbegrenzt, das ist irgendwie komisch. Es ist ganz komisch, als ob da irgendwie nach und nach Quests dazukommen. Aber mich soll nicht stören. Ich rede mit der Priesterin und wir sehen uns dann mal wieder. Hinterlassen. Worum geht es? Ein Transportschiff hätte längst im Hafen eintreffen sollen. Ich hatte dem Schiff eine sichere Überfahrt prophezeit. Ihm hätte nichts passieren dürfen. Und was ist mit dem Schiff passiert? Es heißt, es wurde von einem Schiffsführer versenkt, der dir sehr ähnlich sah. Ich bin sicher, du hattest deine Gründe. Aber die Armee braucht die Vorräte, die nun zwischen den Haien auf dem Grund liegen. Und ich soll sie dir holen, ja? Nein, ich will, dass du die Viecher zur Strecke bringst. Ich kümmere mich darum. Ich wusste, dass unsere Wege sich kreuzen. Überlass das mir. Die ist aber heute ein bisschen wortkarg, die Dame. Ach, in der ganzen griechischen Welt. Das ist jetzt also auch zeitbegrenzt, aber... Ja, gut.
Warum zum Teufel haben wir hier Wölfe? Oh, Entschuldigung! Wir müssen hier irgendwie auf Haijagd gehen. Gibt's hier Gewächer? Gibt's nicht. Jo! Kapitän hat Steuer verlassen! Macht mal Pause! Ja, Pause machen. Okay, das kriegen wir nicht hin. War wohl ein Quest, den wir aber nicht durchführen können. Banditenlagerziele ab. Wie, warum? Ich will immer auf die Kackmap. So, jetzt hier. Banditenlagerziele. Egal, wir gehen mal hier entlang. Wir machen jetzt mal Ende aus. Ich will mal rundherum toben und tralala. Wir machen jetzt mal, wir setzen Taten in Worte, Taten in Worte um, auch ein bisschen komisch. Der Wolf luchst die ganze Zeit eine Runde an. Da muss ich mal hier, das geht so nicht weiter. Den muss ich mir mal unter die. Hey! Ziegenkäse. Er hat ein Stück Käse. Jo, ich sag mal nichts dazu. Dürfen wir hier nach oben? Wir dürfen hier nicht hoch. Hier dürfen wir hoch. Sorry, wir können den Quest nicht machen. Wir wissen nicht wie. Also aktuell. So ist er nicht. Wir dürfen niemanden niederschlagen ohne der. Also. Mal kurz. Mach mal das mal. Den Politiker ausschalten. Wir haben nicht zu wenig Politik hier in diesem wunderschönen Spiel. Da geht noch mehr. Da müssen wir noch mehr Ringer krempeln. Nein! Ach so. Haben wir das richtig gemacht? Aber ich dachte, wir müssen den fragen, welchen Politiker wir umbringen müssen. Und nicht, dass er der Politiker ist. Ich habe total missverstanden hier. So, die haben mich mal am Ärmel hier. Hat wirklich keinen Sinn mehr hier. Suchten sie noch. Hast du endlich eine Spur? Einfach verschwunden oder so. Weitersuchen. Wir wollen nicht überrascht werden. Der Feigling ist vielleicht schon geflohen. Oh. Hat jemand schon die Truhe geöffnet für uns? Da ist aber nichts drin. Haben wir also eine Quest abgeschlossen, ohne es zu wissen. Auch wunderschön, ne? Ich dachte, du bist wirklich, also ist er noch nie in Assassin's Creed gekommen, dass du eine Quest bekommst und der Questgeber gleich umbringen musst. Das ist mir neu, ehrlich gesagt. Wundersam neu. Aber ja, immer wieder was Neues in Assassin's Creed.
Da wundert mich nicht, dass wir mal ab und zu alte, eingesessene Gesetze komplett neu erfinden müssen. Aber ist mir egal. Mir ist es wurscht. Ich hab Spaß und geht um die Hauptsache. Nein, Quest anzunehmen. Ich spreche mit der Frau. Egal. Wir machen das mal hier. Wir brauchen kein Licht. Y ist normalerweise noch Rieden, ne? Könnte einer von Stentors Kundschaftern sein. Ich weide jeden aus. Was ist hier passiert? Was kümmert dich das, Söldnerin? Hast du etwas damit zu tun? Ich weiß, was ich tue. Und ich bin eine Freundin. Was willst du damit sagen? Wenn das so wäre, wäre ich sicher schlau genug gewesen, die Beweise zu vernichten. Verstehe. Wer das auch getan hat, war schamlos und dumm. Hier fällt so etwas doch sofort auf. Oder er wollte eine Botschaft senden. Stentor schickt mich. Ich bin hier, um zu helfen, wo ich kann. Stentor schickt dich? Megaris steht nicht unter Spartas Kontrolle. Noch nicht. Für mich ist es einfacher, mich in bestimmten Regionen zu bewegen, als für Spartiaten. Die Athener haben sich als widerstandsfähiger erwiesen, als wir dachten. Aber sie werden vor Sparta... Auf die Knie gehen, ja, ich kenne die großen Reden. Aber bis dieser glorreiche Tag kommt, sollten wir herausfinden, was hier passiert ist. Hast du eine Vermutung? Noch nicht, aber bald. Ich sollte mich umsehen, um herauszufinden, was hier geschehen ist. Und bevor wir uns umsehen, sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren tut keinem weh, liken und kommentieren auch nicht. Wir sehen uns. Ciao und tschüss.